Weil das letzte Video dieser Art durch die Decke ging, gibt's jetzt wie versprochen die Extremversion davon. Warnung: Das folgende Video dient nur zu Demonstrationszwecken. Ich übernehme keine Haftung für Sach- oder Personenschäden bei Nachahmung des Versuches. Aktiviert die Glocke. Verdammt! Wer hätte auch denken können, dass die Leute Spaß dran haben, wenn sich ein deutscher Sheldon Cooper-YouTuber mit der bittersten Substanz der Welt quält. Denatonium Benzoat heißt diese Substanz und eine Lösung von 10 ppm, also einem Zehntausendstel, sollten eigentlich schon einen unerträglich bitteren Geschmack haben. Aber heute toppen wir das und ich zeige auch, was danach passiert ist, also bleibt bis zum Ende dran. Ich hatte ja nämlich schon in meinem letzten Video reines Denatonium-Benzoat auf meine Zunge gegeben, aber da das überraschend lange braucht, bis es sich in Wasser gelöst hat, obwohl das eigentlich reichlich gehen sollte, war der Effekt nicht der maximale. Ich hätte zwar fast kotzen müssen, aber 46 Gramm können sich bei 20 Grad Celsius in einem Liter Wasser lösen und da wollen wir hin. Und als ich im letzten Video von Geschmackszonen sprach, bezog ich mich auf die Bereiche auf der Zunge, an denen der dementsprechende Geschmack am sensibelsten wahrgenommen wird. Und das sehen wir später auch noch. Sowohl saurer als auch bitterer Geschmack sollen uns ja in der Natur ungefähr vor schlecht gewordenem Essen warnen. Zitrusfrüchte und Co. ausgenommen. Und deshalb will ich es nicht ausschließen, dass ich eventuell kotzen muss. Ist ja das letzte Mal schon fast passiert. Und es sind ja auch schließlich viele psychoaktive Substanzen, die wir eigentlich nicht zu uns nehmen sollten, wie Koffein, die im Prinzip bitter schmecken. Koffein ist ja eigentlich ein natürliches Pestizid, damit Tiere die Pflanze nicht fressen und wir Menschen bauen Pflanzen genau aus diesem Grund an. Wir möchten also nun die 46 Gramm pro Liter Konzentration. Aber da mein Mund sicher keinen Liter Wasser fassen kann, sollten wir mit 4,6 Gramm auf 100 Milliliter eigentlich das gleiche erreichen. Und damit sich das Ganze besser im Wasser lösen kann, damit wir nicht so lange warten müssen, erhitzen wir die 100 Milliliter Wasser, bevor wir das Denatonium dazugeben. Oh je, das Denatonium verdampft, sobald es auf die heiße Kochplatte kommt. Eieiei. Aber natürlich haben sich die 4,6 Gramm nicht komplett gelöst, denn die maximale Lösung kann manchmal nur unter bestimmten Bedingungen, wie zum Beispiel sehr viel Zeit zum Lösen, erreicht werden. Ich rede hier von mehreren Tagen und Co. Das ist aber nicht so schlimm, denn die Grenze, ab der der bittere Geschmack nicht mehr so wirklich merklich steigt, ist bei Denatonium nämlich recht schnell erreicht. Höhere Konzentrationen würden ab diesem Punkt dann eigentlich nur noch für ein länger benötigtes Ausspülen sorgen, aber der Geschmack war heute definitiv intensiver. Und jetzt... Bon Appetit! Ich habe gerade was auf meine Hand bekommen. Der Grund, warum ich dieses Extra-Video hier jetzt nochmal mache, ist, dass ich Geschichten gehört habe von Leuten, die tagelang noch den Geschmack im Mund hatten. Und da hat mich das Ergebnis des reinen Denatonium-Benzoats doch ein bisschen enttäuscht. Das sollte schlimmer werden. Das wird wohl das Bitterste sein, das ich jemals in meinem Leben geschmeckt habe. Und ich denke, wir haben das Unvermeidliche lange genug hinausgezögert. Flora? Für den Fall, dass ich... mich schreit und krampfend auf dem Boden binde, musst du die Kamera halten, damit das alles auf Film ist. Ich hasse dich. Schüssel! Hund ist an der Tür und winselt. Und das Summen, das ihr da hört, ist der 3D-Drucker, denn am Freitag kommt ein cooles 3D-Druck-Physik-Video. Einmal und nie wieder. Jetzt dreh ich wirklich. Oh Gott. Richtig weird. Es ist erst nicht wirklich. Das ist sehr interessant. Ich komme gleich zu Punkt. Oh Gott. Lass mal Mund auswaschen. Ich muss nicht kotzen. Komm mit Hund. Oh Gott, da kam was hoch. Gebt einen Daumen nach oben und teilt das Video. Yay. Oh Gott.
Ja, so viel zur Geschmackszone. Hinten ist es am schlimmsten, also. Oh Gott, ich werde noch. Ja, da kommt's wieder. Oh Mann, was soll ich getan? Sekunde. Das könnte jetzt ein paar Stunden so gehen. Es war am Anfang nicht bitterer als das, was ich als neuen klassifiziert habe. Und mittlerweile war ich den bitteren Geschmack irgendwie gewohnt. Abhärtung. Oder zerstörte Geschmacksknospen. Auch cool, wenn ich kein Bitter mehr schmecken muss. Das war gar nicht so schlimm. Nur habe ich jetzt dieses Gefühl am bitteren Teil der Zunge, das immer wieder kommt. In Schüben. Schon wieder. Wie das letzte Mal. Ich glaube in meinen... Es schmeckt gar nicht so bitter, wie man sich's vorstellt, aber man muss die ganze Zeit würgen. Was ist das? Oh. Es ist jetzt nichts, was ich als unangenehm beschreiben würde. Ich weiß auch gar nicht, ob eklig passt. Das ist einfach interessant. Und ich muss würgen. Ich werde mir jetzt definitiv hart den Mund auswaschen und dann gucke ich mal. Ich wollte es auch nicht zu lange im Mund halten und ich habe es mal wieder nicht geschluckt, weil ich will gar nicht wissen, was es mit meinem Körper anstellt. Es zählt als reizend und ich will es jetzt auch so schnell wie möglich von meinen Schleimhäuten kriegen, weil ich will so wenig wie möglich davon absorbieren. Ich glaube, das Schlimmste ist überstanden. Alles klar, mittlerweile sind 8 Stunden rum. Ich habe mir die Aufnahmen nochmal angeschaut, das war ja mega krass. Aber schon nach einer einzigen Stunde war der bittere Geschmack weg. Also ich scheine diese Story, die mir da erzählt wurde, nicht zu durchleben, dass ich tagelang noch diesen Geschmack schmecken werde. Bin ich ganz froh drüber, aber irgendwie auch ein bisschen enttäuscht, dass ich diese Erfahrung nicht machen konnte. Es war definitiv das Bitterste, das ich jemals geschmeckt habe und ich werde es nicht wieder tun. Da fällt mir ein, viele von euch haben ihre Switch-Karten nach dem letzten Video abgeleckt und fanden sie im Gegensatz zu mir ziemlich widerlich. Demnach will ich nicht ausschließen, dass ich persönlich Bitter einfach nicht so gut schmecken kann. Und da passt man einmal nicht auf, weil man stirbt und alles liegt wieder rum. Ich habe auch mal 7 Tage nichts gegessen. Das Video dazu ist oben verlinkt, denn ich glaube, du siehst gerne Nerds leiden und das untere Video ist der erste Teil zu diesem Thema. Nur falls du noch nicht gesehen hast und danke an alle Patreon-Supporter und Kanalmitglieder, die die Projekte auf diesem Kanal hier ermöglichen.